Hallihallo, Hallöle und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der 100 Baby Challenge. Ja, ich freue mich. Wir sind hier mit Willow gerade immer noch mit Connor beschäftigt. Denn in der letzten Folge sind ja unsere ersten Kids ausgezogen. Das bedeutet für Willow aber auch, sie muss unbedingt wieder schwanger werden. Und das mit Connor hat bis jetzt irgendwie noch nicht so geklappt. Wir müssen uns hier aber jetzt voll und ganz anstrengen, damit das heute noch was wird. Genau. Oh nee, oh nee. Jetzt will er wieder nicht. Och, ist der anstrengend, Leute. Oh, ich glaube, wir müssen uns echt einen anderen suchen. Übrigens, der eine oder andere sieht es vielleicht, ich musste die Betten austauschen. Ich habe einige rausgeschmissen. Also zum Beispiel die Babybetten hatten irgendein Problem. Obwohl ja eigentlich nur Betten der Erwachsenen hätte kaputt gehen sollen. Keine Ahnung. Die habe ich jetzt auch mal rausgeschmissen und habe jetzt halt welche aus dem Spiel genommen. Finde ich auch ganz okay. Ja, weil es hat zu Abstürzen geführt. Ich konnte wirklich gar nicht mehr spielen. Das war ein bisschen doof. Nein, Sergio, immer noch nicht. Ja. Ich glaube, das mit Connor wird überhaupt nichts, weshalb wir uns jetzt mal mit Willow auf eine kleine Reise begeben werden. Und zwar sind hier in der Stadt ein paar Häuser mit euren Sims. Hier waren wir ja schon mal. Aber wir haben hier noch zwei volle Häuser. Diese sind, wenn ich mich richtig entsinne, allesamt von der lieben Sandra von Minimis Sims Paradies erstellt. Vielen, vielen Dank dafür. Sie hat wirklich ein paar lustige und spezielle Sims erstellt, was ich wirklich mega cool finde. Ja, da sind wir. Ich würde sagen, wir stellen uns hier jetzt mal vor und vielleicht finden wir hier jemanden, der heute noch Interesse hat, mit uns ein Techtelmechtel zu machen. Wem stellen wir uns vor? Wir stellen uns doch mal hier Ronaldo Burger vor. Freundlich vorstellen. Los. Irgendjemand muss hier drauf anspringen auf meine Vorstellversuche. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein lustiges Baby geben wird. Also, sie sind jetzt schon ziemlich gut befreundet. Das ging erstaunlich schnell. Jetzt hoffen wir, dass es auch noch klappt mit dem Romantikbalken. Mach mal noch einen Anmachspruch. Okay, okay. Kommt schon. Nein, jetzt lauf nicht weg. Du sollst hier bleiben. Meine Güte, Ronaldo. Hier bleiben. Ja. Super. Ich finde, das funktioniert bei denen bisher super. Ja, du hast Hunger, sie ist müde. Das kann ich jetzt alles nicht ändern. Ersten Kuss erleben. Ersten Kuss erleben. Bitte, ja. Schön. Wir sind ja richtig gut vorangekommen hier. Können wir jetzt schon ein Techtelmechtel machen? Das ist hier jetzt die sehr große Kissenschlacht. Nein, ich möchte keine Kissenschlacht machen mit Ronaldo. Meine Güte. Wir können ein Baby machen. Zwar Baby machen in der Dusche, aber egal. Hauptsache Baby machen. Warum macht ihr jetzt kein Baby in der Dusche? Na, komm schon, komm schon. Wollt ihr? Oh, sie ist total erschöpft. Sie tut mir irgendwie auch leid. Okay, viel Spaß. Ich finde die Animation so geil, wie sie da in die Duschen reinsteigt. So, kommt schon. Seid ihr fertig? Perfekt. Dann heißt es jetzt gleich Schwangerschaftstest machen. Los, los, los. Wir haben hier nicht viel Zeit. Ich bin da voll gestresst. Und, komm schon. Sag schon. Hallo. Ja, für zwei Essen.
Oh, wie toll! Wir sind wieder schwanger! Wie schön! Ich freue mich. Was macht sie jetzt? Ah, sie geht das jetzt Ronaldo natürlich noch erzählen. So, hey, guck mal, ich bin schwanger. Freut er sich oder nicht? Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall jetzt nach Hause. Sie ist völlig fertig. Unsere gute Willow ist aufgewacht. Sie ist allerdings total erschöpft durch die Schwangerschaft. Ja, da kann ich jetzt auch nicht viel machen. Und die kleine Serafina hat alle Fähigkeiten auf Level 3. Das heißt, der kann heute auch altern. Oh mein Gott, Leute. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich kann es irgendwie noch immer nicht fassen. Ich habe unsere Teenager auch schon mal ein bisschen an ihren Fähigkeiten arbeiten lassen. Ich habe mich jetzt bei Noah für das Stricken entschieden und bei Lilly für die Geige spielen. Ich dachte mal, was ein bisschen anders. Die beiden sind ja soweit schon bereit. Sie müssen nur noch den Sprung schaffen sozusagen. Noah ist halt jetzt auch immer wieder wütend, weil er hasst ja eigentlich Kinder. Das ist doof. Kann man nichts machen. Oh Gott, wir müssen immer noch eine Rechnung bezahlen. Okay, also Willow hat sich auch wieder beruhigt. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich mal den Garten verkaufen. Warte, können wir... Ah nee, alles verkaufen. Ja, das ist schon das Richtige. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke, Papa. Yep, das ist der Papa. Wow, wir haben einfach schon 7 Kinder. Ist das zu glauben? Und 2 sind jetzt ausgezogen. Ich kann heulen. So, Serafina, die sollte dann auch mal noch was essen. Aber vielleicht lassen wir sie zuerst altern. Das wäre gar nicht schlecht. Ja, ich glaube, wir machen das so. Sie muss jetzt hier nur das irgendwie noch schnell schaffen, alles zu verkaufen. Das fände ich super. Dann ist das erledigt. Dann haben wir hoffentlich genug Geld für die Rechnung, bevor uns der Strom abgeschaltet wird. Noah hat einen Schulpreis gewonnen. Sollen wir ihn ihm vor der Klasse oder lieber still und diskret überreichen? Vor allen natürlich. Ja, Empathie sinkt. Ach, ist doch egal. Komm auch her, kleine Serafina. Oh, ich freue mich. Noch ein Sim, der gealtert werden kann. Hey, es läuft hier ja gerade rund wie... Was weiß ich. Oh nein, der Kuchen ist weg. Oh nö, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wir müssen zuerst einen neuen Kuchen machen, ehrlich. Oh nö. Lilly wurde während des Unterrichts beim Spielen auf dem Handy erwischt. Eine Warnung sollte ausreichen. Das Handy sollte eingezogen werden. Hört sich nach langweiligem Unterricht. Das Handy sollte eingezogen werden. Genau. Connor. Siehst du, und jetzt haben wir es. Oh no, no, oh Gott, ich komme nicht mehr hin. Sven sitzt mittags neben einem neuen Mitschüler und entdeckt etwas rosafarbenes in seiner Butterdose. Ist das ein Lätzchen? Der Junge lächelt nervös und sagt, er habe mal wieder die Dose seiner kleinen Schwester erwischt. Dann fällt das Lätzchen herunter, so dass jeder es sehen kann. Soll er es aufheben oder einfach ignorieren? Weiß ich nicht, ignorieren? Ja. Auf keinen Fall. Connor, geh weg jetzt. Oh, können wir jetzt mal hier... Ich kann heulen. Da Lilly ziemlich gute Noten hat, wurde sie vor kurzem von ein paar Mitschülern gehänselt. Also ich lese jetzt die euch nicht mal alle vor. Das wird sonst nix. Oh, wir müssen die Rechnung bezahlen. Bitte sagt, dass wir die Rechnung bezahlen können. Um Himmels Willen. Aber danach brauchen wir zuerst mal wieder Geld, damit wir... Oh nein. Damit wir überhaupt einen Kuchen backen können. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein.
Was machen wir jetzt? Was zur Hölle machen wir jetzt? Sag schon. Wir müssen irgendwie ausgraben oder sonst was machen, sonst sind wir. Sie fühlt sich zu unwohl. Ja, nee, natürlich. Sie fühlt sich zu unwohl. Was denn auch sonst? Oh Gott. Ach, Serafina hat das Haus kaputt gemacht. Das ist doch nicht wahr. Ja, und jetzt ist sie traurig, weil das Haus kaputt ist. Was soll ich sagen dazu? Okay, also, ich habe Willow noch ein bisschen schlafen lassen. Jetzt geht's ihr gerade ein bisschen besser. Okay, ich sehe gerade, unsere Kids sind wieder zu Hause. Mal schauen, wie es denen so geht. Oh, die werden wahrscheinlich morgen zu Einserschülern. Wie cool. Oh, macht schon selbstständig Hausaufgaben. Sehr, sehr vorbildlich. Oh, sie vielleicht doch nicht. Oh je, oh je. Oder wir könnten halt auch die Schuhprojekte. Oh, wir verkaufen jetzt einfach die Schuhprojekte und seinen Hasen. Wie gemein so. Hey, guck mal, Mama, ich habe eine Medaille. Egal, weg damit. Voll assi von mir, was? Tut mir leid. Was hat sie hier eigentlich alles so? Den Ball? Nein, jetzt ist auch noch das Klo kaputt. Das gibt's doch nicht. Noah! Wie konntest du es nur wagen? Du hast einfach immer noch nichts gefangen. Mann! Ich kann heulen. Okay, hier kann man noch was graben. Dann mach das mal noch und dann kehrst du halt wieder nach Hause zurück, wenn das hier nichts wird. Willow ist gerade dabei, den Kuchen zu backen. Ich glaube, ich habe einen Erdbeerkuchen gemacht. Die Kinder sind entweder erschöpft oder gelangweilt. So, Kerzen drauf, Kerzen drauf. Oh, nö. Mach hier Kerzen drauf. Serafina muss jetzt älter werden. Helfen, Kerzen auszublasen. Serafina. Er hat sein Strickprojekt geschafft. Oh, also. Nein, nicht absetzen. Warum jetzt absetzen? Hilf ihr jetzt. Komm schon. Oh, ich freue mich. Kein Kleinkind mehr. Das ist immer so ein schöner Moment, finde ich zumindest. Okay, Happy Birthday, kleine Maus. Oh, wie süß. Sie wird älter. Ja. Sie ist ein Kind des Meeres. Und wir wählen wieder so aus. Okay, sie ist sozial. Gut. Oh Gott. Oh Gott. Da müssen wir schnell was ändern dran. Sieht unsere Serafina als Kind aus. Ich habe jetzt wieder die gleiche Frisur gegeben, weil ich weiß nicht, ich finde die süß. Sie guckt einfach ein bisschen böse. Ich weiß nicht, ihre. Oh Gott. Naja, sie hat sehr böse schauende Augenbrauen, aber ich lasse alles so, wie es ist. Auch wenn ich immer gerne. Bisschen rumdoktern an meinen Sims mache ich nicht. Das ist nicht Sinn dieser Challenge. Ja, auf jeden Fall, das ist ihr Alltagsoutfit. Ich finde das mega süß. Hier seht ihr sie einmal noch in schick. Und sonst, ja, habe ich, ich weiß nicht, ich finde sie so ein Cutie.
Und oh mein Gott, wir werden das wahrscheinlich nie sehen, aber guckt euch das an. So, Willow hat sich noch kurz durchgerungen und das Klo repariert und Serafina hat dann all die schrecklichen vielen Pfützen, die es hier gab, noch geputzt. Noah dreht fast durch. Aber wir haben mit ihm jetzt mal noch sein Strickgedöns auf Plopsi angeboten. Das finde ich ganz gut. Danach muss er aber unbedingt schlafen gehen, sonst kippt er mir nur um und das wollen wir ja nicht. Und die gute Anna sollte auch schlafen gehen, wa? Okay. Sind alle voll müde, das tut mir leid. Ihr könnt gleich schlafen gehen. Warum seid ihr denn so fertig heute? So, du hast eigentlich immer noch überhaupt keine Zeit hier zum Schlafen. Oh, Morgenübelkeit, das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Ich meine, guckt euch das an, wie das hier aussieht. Das ist doch kein Zustand. Wenn die Kids morgen aufwachen, soll es schön aussehen hier. Oh, wir haben mal keine Kleinkinder. Ist das nicht toll? Ich find's super. Die Familie ist wach. Noah ist wie immer sauer. Wofür keiner hier irgendwer irgendwas kann. Und die Kids haben einfach alle Hunger, so wie es aussieht. Aber das ist kein Problem. Wir haben gerade momentan noch genügend im Kühlschrank, glaube ich. Ah, sie ist wieder total traurig. Können wir deswegen trotzdem alles verkaufen? Das finde ich super. Wir brauchen Money, Money, Money. Du kannst ja hier gleich noch säubern, wenn du schon dabei bist, bevor ihr in die Schule müsst. Deine Mom so ein bisschen unterstützen. Nein, Sven, nicht dein Ernst. Oh Mann. Oh, für das haben wir jetzt einfach gar keinen Kopf. Was zur Hölle? Und jetzt ist da auch noch schmutzig. Überall ist schmutzig. Überall ist schmutzig. Dreh durch. Was zur Hölle? Nein, du schaust jetzt hier nicht tausendmal zu. Seht ihr das? Diese Kinder treiben mich absolut in den Wahnsinn. Sven, hör doch endlich auf. Zum Glück gehen die gleich alle in die Schule. Und dann haben wir keinen hier. Wirklich keinen. Ich meine, stellt euch das mal vor, wie schön das ist. So traumhaft. Alle gehen. Ja. Und sie wird am liebsten heulen. Das tut mir sehr leid für dich, Mädchen. Oh, da ist Florian. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als wären wir nicht hier, auch wenn wir jetzt gerade so voll an ihm vorbeilaufen werden. Aber wir brauchen unsere Ruhe. Also eigentlich, oh, wir haben Spielzeug bekommen. Das verkaufen wir. Eigentlich bräuchten wir zwar gerade jemanden zum Quatschen. Ach komm, wir sagen mal. Freundlich, von Gartenarbeit schwärmen. Ach, weißt du, das tut so gut als Abwechslung. Bla bla bla. Ich weiß doch auch nicht. Und das wollte er nicht hören. War nett, wie immer, mit dir zu plaudern, Sohnemann. Wir sind aber gerade noch beschäftigt. Und zwar sollten wir wieder mal was malen, dass sie dann auf Plopsi anbieten können. Was meinst du, meine Liebe? Wie weit ist unsere Maler? 7. Ist nicht schlecht, ne? Ist echt nicht schlecht. Er geht jetzt sicher direkt an den Computer. Na klar. Was sollten Sims denn auch sonst tun? Was? Willow hat ein Meisterwerk gemacht? Okay, wir bieten das aber trotzdem mal auf Plopsi an. Und dann kannst du schlafen gehen. Oh nein, die Kids kommen nach Hause. Ich gehe besser mal ins Bett. Die Kids sind da. Okay, Moment. Die Kids sind hier. Oh Gott. Serafina, bester Blick ever. Oh Mann. Wie geil. Wo guckt die wohl hin? Okay, Moment, Moment. Wir müssen gucken. Also die beiden können ja noch nicht aufgestiegen sein.
Zweier-Oberschüler. Einser-Oberschüler. Oh, die beiden können jetzt schon zu Teens werden. Ich kann es kaum glauben. Aber diesen Leuten hier geht es einfach nur schlecht. Deswegen kümmern wir uns zuerst mal um die Bedürfnisse. Oh, die beiden sind so süß. Sie spielen hier mit dem Puppenhaus zusammen. Ist das nicht niedlich? Warum macht ihr das keinen Spaß? Geht doch. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht dein Ernst. Ihr macht irgendwie das hier nur so semi-Spaß. Also Noah hat halt so überhaupt keinen Bock auf sein Leben hier. Er wünscht sich, er würde irgendwo anders wohnen, habe ich so das Gefühl. Ja, das tut mir sehr leid. Okay, wir wecken jetzt die gute Mama mal, denn es gibt schon wieder überhaupt nichts mehr zu essen. Oh, guck mal, wie das süß das aussieht. Sie sitzt zwar gerade auf dem Bett von ihrer Mutter, aber egal, es sieht so süß aus im Schneidersitz so auf dem Bett. Ich liebe es. Ich liebe es. Jetzt aber lassen wir hier einmal als erstes Sven altern. Moment, Moment, ich will das miterleben. Oh, könnt ihr das fassen, Leute? Sie werden älter. Yay! Happy Birthday! Okay, Sven ist ein Kind des Meeres und ein Kunstliebhaber. Oh, wie schön. Und Sport. Er wird Extremsportfan. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt noch einmal für Anna. Sie wird jetzt wirklich zum Vampir, oder? Ich glaube schon, ne? Kerzen auspusten. Los geht's. Ah, yes. Huhu. Happy Birthday. Sie ist faul und mag Hunde. Und was bekommt sie als Bestreben? Star Wars, oh je. Sie wird Hoffnung versus Ordnung. Okay. Ist sie jetzt wirklich? Sie ist ein Vampir. Ja, wie cool. Schnell Kerzen auf den Kuchen. Schnell, schnell, schnell. Dankeschön. So, ihr Lieben. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch für die heutige Folge. Ja, oh. Unsere arme Willow ist einfach völlig fertig mit ihrem Leben. Die kann nicht mehr mit all den Kindern und schwanger. Ja, ich verabschiede mich und dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschüssi, ihr Lieben.